Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu WW2 Rebuild Cities from Ashes. Ja, wir waren in der letzten Folge beim Tutorial in Peperry. Jetzt starten wir bei Gimbad und wir machen dort jetzt einfach mal weiter. Genau, Bahnhof Gimbad. Da schauen wir uns mal um. Also es scheint jetzt nicht noch ein Tutorial-Anhang mehr zu sein, sondern schon das erste richtige Level. Willkommen auf der Gimbad Station. Der Gimbäder Bahnhof und seine Umgebung sind beschädigt worden, obwohl das Dorf nicht Ziel von Luftangriffen war. Vielleicht ist hier zufällig eine Bombe gefallen. Oder vielleicht gab es eine Explosion in einem Munitionstransport. Hoffen wir, dass es keine Verletzten gab. Dieses Level ist inspiriert von den tragischen Ereignissen der Eisenbahnkatastrophe von Soham, die sich im 2. Juni 1944 ereignete. Also geschichtlich steckt hier auch noch ein bisschen was mit drin in dem Spiel. Die Aufgaben und ihre Beschreibung findest du im Logbuch unter J oder im Infomenü-Tab. In diesem Level findest du schwebende Tutorial-Symbole. Geh auf sie zu, um mehr über neue Funktionen im Spiel zu erfahren. Okay. Schick auf jeden Fall. So, Hauptziele. Erstens, räume die Gleise, befestige die Wand des Bahnhofs, baue ein neues Vordach, befestige das Dach der Station, beseitige die nebenbeschädigten Gleise und ja. Gut, haben wir Nebenziele. Genau, säubere die Wand, repariere Dachrinnen, finde die Bombe. Was? Finde die Bombe? Okay, alles klar. Und extra Ziele säuberen Bereich, dekoriere den Bereich. Okay. Also hier haben wir wirklich Hauptziele, Nebenziele und extra Ziele. Hervorhebung interaktiver Objekte. Durch linke CTRL, um die Objekte zu markieren, die du deinen Händen oder dem ausgewählten Werkzeug bearbeiten kannst. Gut, das wissen wir. Das haben wir in der letzten Folge schon vorgelesen. Okay. Gucken wir uns mal hier weiter um. Hammer Zerstörungswerkzeug. Manche Gegenstände sind so groß, um sie aufzuheben. Sie müssen mit dem Hammer in kleinen Stücken zerschlagen werden. Erwidere das Hammerwerkzeug und benutze es, indem du LMTB auf ein zerstörendes Objekt klickst. Dadurch werden viele kleinere Hochstoffobjekte erzeugt, die leicht aufgesammelt werden können. Klingt einleuchtend, ne?
So, gucken wir mal. Schneidebrille. Große Metallgegenstände müssen in kleineren Stücken geschnitten werden, bevor man sie einsammelt kann. Wähle den Schneidebrenner und verwende ihn, indem du LMT auf den Verbindungen zu den schneidenden Objekten hältst. Man muss als Segmente an die Verbindung schneiden, bis sie so verblassend werden. Die kleinen abgeschnittenen Teile des Objekts lassen sich leicht aufsammeln. Okay. Aber erstmal sammeln wir das hier auf, was hier liegt. Okay, warte mal, sammeln wir ein hier. Okay, warte mal. So, das müssen wir wieder kurz schlagen. Ja. Okay, warte mal. Ja, haut ja nicht ganz hin, ne? So, hier. Hier. Können wir auch gleich einsammeln, ne? Können wir gleich einsammeln. Okay, warte mal, hier haben wir. Gut, wir sind voll vom Metall her. Thank you.
Okay, dann haben wir das soweit. Ach, jetzt dürfen wir das nicht abbauen oder was? Hm. Okay, warte mal, die müssen wir, glaube ich, durchtrennen. Okay. Irgendwie ist einfach noch nicht durch, ne? Doch, jetzt können wir aber. Okay, jetzt können wir es einsammeln. Okay, jetzt könnten wir rein theoretisch das Ganze aufsammeln. Thank you.
So. 79 von 82 haben wir aufgesammelt, Gegenstände. So, gucken wir mal. Okay. Jetzt mal ein Stückchen trinken. So. Vom Hauptziel haben wir 28%. Befestige die Wand des Bahnhofs. Das ist jetzt die zweite Aufgabe. Was nun? Okay. Weil das eine geschichtliche, sag mal schnell, geschichtliche Zeitreise oder was war das?
Guck mal, hier ist noch Holz. Guck mal hier. Sammelobjekt gefunden. Ladungsverzeichnis, drücken Sie Tab. Okay, cool. Okay, wir haben hier jetzt einen Wohnwagen. Wir müssen auf der Seite noch. Wohnwagen, sage ich schon, Anhänger. Zuganhänger. Komisch, komisch. Okay, warte mal. Okay, wir haben noch befestige die Wand des Bahnhofs, baue ein neues Vordach, befestige das Dach der Station und installiere neue Gleise. Wird ziemlich schwierig jetzt, ne? Okay. Dann belassen wir das erstmal so, dann gucken wir mal weiter. Guck mal, hier ist auch noch was. Bauen
Baue von Gebäuden. Neue Bauwerke können an den Stellen errichtet werden, mit denselben Symbolen gekennzeichnet sind. Gehe zum Game-Schild und drücke F, um das Gebäude zu öffnen und den Entwurf auszuwählen, den du bauen möchtest. Du musst die Baustelle räumen, bevor du den Entwurf so platzierst. Das Entfernen von Baustellen bedeutet nicht, dass das Gebäude entfernt wird. So, es entfernt das Schild und ermöglicht es dir, Dekorationen in dem Bereich zu platzieren. Ah, okay. Also noch gar nicht so für uns jetzt interessant. Außer hier erstmal weiter Müll zu sammeln. Ah, jetzt weiß ich, wie wir durch die Geschichte kommen. Abschluss des Levels. Nachdem du alle Hauptziele abgeschlossen hast, wirst du gefragt, ob du das Spiel auf dem aktuellen Level beenden möchtest. Okay, das wissen wir ja. Bau der Ziegelmauer. Manchmal muss man eine neue Mauer anstelle der zerstörten bauen, Stein für Stein. Wähle das Ziegelwerkzeug, halte LMT gedrückt und ziele auf die gelben transparenten Bereiche. Fensterlöcher werden automatisch übersprungen. Wenn es nötig ist, kannst du, nachdem du die Wand gebaut hast, das Spachtelwerkzeug auswählen und die LMT gedrückt halten, um die Wand zu verputzen. Zum Abschluss oder zum Schluss füge das Fenster mit dem Holzwerkzeug ein. Okay. Aber erstmal sammeln wir hier den ganzen Müll auf. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle erstmal die Folge hier und machen in der nächsten Folge weiter. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.